Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Most Wanted 2005. Wir haben nur noch 8 Herausforderungen abzuschließen, und zwar Herausforderung 61 bis 68, dann sind wir fertig. Spielfortschritt ist auch schon bei 96%, also fehlen nur noch 4% und wir sind komplett durch mit dem Spiel. Dann, ja, wenn wir die 100% haben, dann kommen nur noch ungefähr 5 Parts mehr Spieler, habe ich ja schon vorher gesagt. Und dann ist das Let's Play zu Ende. Aber erstmal müssen wir dieses Mautstellen-Zeitfahren hier abschließen. Unter 5 Minuten. Wahrscheinlich auch wieder mit einem neuen Wagen. Mal gucken. Vielleicht auch nicht. Oh. Was ist das? Was ist das? Vauxhall Hall, Ball? Hm? Sagt mir jetzt gar nichts. Also links unten an dem Wagen steht ja irgendwas dran. Von wegen Vauxhall oder sowas. Aber das habe ich jetzt nicht so genau erkannt und zweitens sagt mir das auch nichts. Na gut, wir fahren mit einem ganz gut aussehenden Wagen, wie ich finde. Doch, der sieht schon ganz stylisch aus, finde ich. Ja, wenn wir so schnell fahren, dann ist es alles ein bisschen verwaschen. Dann erkennt man das Ganze nicht so gut, aber das kann jetzt auch nicht weiter schlimm. Okay, wir sollen uns wieder beeilen. Die Zeit ist knapp. 4,18 Sekunden übrig. Nur, das ist nicht so viel. 5 Mautstellen diesmal durchfahren. Wir haben jetzt schon 2. Mal gucken, wo dieses Rennen so weiterhin lang führen wird. Ich bin gespannt. Jetzt fahren wir schon relativ lang auf dem Highway. Und wir sind auf Stufe 5, offenbar. Denn da ist eine Polizeikorvette, die nur auf Stufe 5 auftaucht. So. Und ob ich mich aus dem Staub mache. Und die Zeit ist sehr knapp. 3,45 Sekunden nur. Es wird weniger, Leute, aber noch schaffen wir das hier. Oh. Wir sollen durchs Stadion fahren. Okay. Das kam jetzt unerwartet. Ich dachte, wir fahren ganz normal geradeaus weiter. Dann wohl nicht. Ja, ich hoffe mal, das hat jetzt nicht zu sehr an meiner verbleibenden Zeit genagt. Gucken wir einfach mal, wie viel Zeit wir bei der nächsten Mautstelle noch übrig haben werden. Wir haben jetzt 2 Minuten 3 für die bis zur nächsten. Alter, das ist aber richtig viel. Das ist ja richtig viel, Leute. Oha. Wir haben die Hälfte des Events abgeschlossen in etwa. Ja. Ich frage mich eigentlich, ob die diesen Bug mit der Bushaltestelle absichtlich einprogrammiert haben oder ob das wirklich ein nicht beabsichtigter Fehler war, dass die Polizei einen da nicht erwischen kann. Oder dass sie quasi das extra eingebaut haben, damit quasi findige Spieler, die nach solchen Tricks suchen, dann auch einen Trick finden. Ich weiß es nicht genau, aber wäre mal interessant zu erfahren. So. Ja. Komm, bitte aus dem Weg. Ja, die Zeit noch über eine Minute. 3 von 5, ja. Okay. Tja. Sonst hier trotzdem beeilen. Denn man weiß nie, wie weit die nächsten Mautstellen weg sein mag. Der Wagen hat sogar eine relativ coole Lackierung noch an der Seite. Eine sehr dezente, aber coole Lackierung. So, wann kommt sie denn mal? So langsam könnt ihr mal auftauchen, ne? Die nächste Mautstelle, aber bislang lässt sie sich noch nicht blicken. Ich möchte nämlich ungern, dass es dann so endet, dass wir hier es nicht schaffen, aber locker, da vorne ist sie ja schon.
Da ist sie ja schon. Ja, das ist ja einfach. Also haben wir jetzt ja ordentlich Zeit aufgeholt auch. 13,46 haben wir jetzt noch übrig. Okay. Aber es ist ja noch eine Mautstelle. Das könnte ja sein, dass die jetzt ein bisschen schwieriger wird. Im Gegensatz zu der. So. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Ja, wir können ja auch durch die Mitte durchfahren. Die Karte sagt, wir sollen außen rumfahren, aber das müssen wir ja nicht mitmachen. Wir fahren ja einfach unseren eigenen Weg. Durchs Hafengebiet, ja, da vorne ist schon zu Ende, also das ist diesmal nicht so schwer gewesen. Ganz eindeutig. So, hier ist das Ziel. 13,29 hatten wir noch übrig. Sehr schön. Ordentlich Zeit hatten wir noch übrig. Dann machen wir gleich weiter mit der nächsten Herausforderung. 7 sind es ja jetzt noch insgesamt. Herausforderung Nummer 62 von 68, Nagelband. Um diese Herausforderung abzuschließen, musst du 10 Nagelbänder umfahren und der Verfolger kommt. Ey, oh. Och nö, ey. Darauf habe ich irgendwie keine Lust. Nagelbänder so. Oh. Es ist halt einfach wieder nur, fahr rum und warte, bis was passiert. Das ist ein bisschen so ähnlich wie die Verfolgungsdauer. Herausforderungen, wo ich einfach nur rumstehen kann und dann warten, bis die Zeit mal abgelaufen ist. Also natürlich, ich könnte auch die ganze Zeit rumfahren und währenddessen warten, bis die Zeit abgelaufen ist, aber das ist ja... Ja. Weiß nicht. Verschwendung von Ressourcen, sage ich mal. Wenn man es so sagen darf. Na gut, wir müssen wieder warten, bis die Polizei hier die wunderbaren Nagelbänder aufbaut. Da oben war, glaube ich, eins. Was? Da war auf jeden Fall eine Straßensperre, aber wahrscheinlich kein Nagelband. Na gut. Okay. Gibt es denn irgendwas, was ich so erzählen könnte? Währenddessen. Ich glaube, da gibt es tatsächlich was. Oh, aber erstmal hier noch eine Straßensperre. Leider ohne Nagelband, schade. Ja, aber weglassen tut er mich jetzt hier schon, ne? Ihr lässt mich weg, ja? Danke. Und zwar, ich habe mir gedacht, okay, gleich noch eine hier. Ja. Wir kommen jetzt hier gerade verhältnismäßig oft und ja, okay. Das nennt man wohl. Ja. Zugriff. Auch von oben. Ja. Ah, super. Hm. Ja, wir hatten ja eh noch nichts erreicht. Von dem her ist das eigentlich relativ egal jetzt. Aber die Sequenz würde ich trotzdem gerne überspringen. Danke. Ja, also, ich habe mir gedacht, also ich habe mir halt von diesen alten Spielen, die jetzt aktuell kommen, also abgesehen von Race to Regret, also zum Beispiel von Need for Speed Most Wanted oder auch den nächsten Need for Speed Teilen und auch den Dirt. Ja, den Dirt Teilen, die demnächst auf meinem Kanal kommen werden, da habe ich mir jeweils die Retail-Version der jeweiligen Spiele gekauft, weil die habt ihr ja vorher nicht besessen. Abgesehen jetzt von Need for Speed Pro Street. Das ist ja auch ein Let's Play, was demnächst kommen wird. Ja, da besitze ich die Disc und die Hülle dafür. Bereits seit langer Zeit, aber bei den anderen Spielen eben noch nicht, da habe ich mir die jetzt extra fürs Let's Play gekauft. Und ich habe mir gedacht, dass ich die bei jedem Let's Play am Anfang einmal vorstellen werde, diese Hülle. Weil da sind ja auch, stehen hinten Sachen drauf und ja, das Cover kann man sich auch mal angucken und die Disc, wie die aussieht und so und was vielleicht noch drin ist. Sonst noch. Och nö, schon wieder, Alter. Ja. Er ist wieder abgestürzt, Leute. Ja, Leute. Hab's Spiel wieder gestartet. Wir machen es nochmal von vorn. Yay, hurra. Ja, also. Ich möchte diese Hülle. Die Hüllen von den jeweiligen Spielen, die ich noch let's playen werde. Am besten immer, ja, vorher, bevor ich das Spiel starte überhaupt, einmal vorstellen. Und mir die ein bisschen angucken. Ja, das dauert nicht lange, also nur so vielleicht eine Minute oder so, je nachdem, wie viel es da zu sehen gibt. Und dann startet auch direkt das Spiel schon. Und bei diesem Let's Play werde ich das auch noch machen, aber am Ende, ja, weil
mir jetzt eben erst die Idee kam, das überhaupt zu machen. Ich fand das eine ganz gute Idee, deswegen werde ich das noch tun, auch bei diesem Let's Play. Ja. Gut. Aber bei Race Driver Grid beispielsweise, da habe ich die Verpackung nicht und die Disc auch nicht, weil ich das Spiel... Alter. Ich müsste es auch mal echt übertreiben hier, ey. Also beziehungsweise ich bin jetzt zu schnell da reingefahren. Ganz ehrlich. Lasst mich doch jetzt einfach mal los hier. Komm! Boah. Meine Güte, wenigstens kann ich noch einen Neustarten drücken hier. Also bei Racer Grid habe ich die... Ja, die Retail, nicht die Retail-Version, weil ich das Spiel kostenlos bekommen habe auf Humble Bundle. Kennt ihr vielleicht? Also da gab es das für eine kurze Zeit kostenlos und dachten wir, ach, hole ich mir doch das, weil ich hatte das Spiel natürlich noch nicht. Und dann habe ich es auch relativ bald Let's Play danach. Also da werde ich die Hülle nicht vorstellen können. Bei Race Driver Grid, aber sonst bei den meisten anderen Let's Plays schon. Die jetzt so kommen werden auf jeden Fall. Und bei den manchen anderen Let's Plays, so Neuauflagen Let's Plays, habe ich die Hülle auch nicht. Ja, weil ich damals irgendwie so gern bei Steam einfach gekauft habe, was ich heute nur noch sehr ungern mache, also nur noch, wenn es wirklich nicht anders geht. Also überhaupt die digitale Version von irgendwelchen Spielen zu kaufen. Weil ich lieber die Hülle habe. Und die Disc. Das gefällt mir doch besser. Aber früher oder für eine Zeit lang war mir das egal. Deswegen besitze ich von manchen Spielen die Hülle nicht. Und die Disc natürlich auch. Ja, das war es eigentlich schon dazu. Also, ja. Das werden wir dann in jedem Fall machen. Gut. Wir haben jetzt schon zwei Nagelbänder umfahren. Fehlen also noch 8. Alter. Das war... Alter. Das war nicht zu erkennen von meiner Position aus, ja? Was soll ich in so einer Situation machen, Beutel? Das ist wirklich eine Sekunde aufgetaucht, oder weniger, bevor ich das, bevor ich da reingefahren bin. Also bitte, Leute. Da kann man irgendwo auch einfach nichts mehr machen. Ach man, ey, ach man, das dauert alles so lange hier. Immer passiert irgendwas Unerwartetes, ey. Ist aber auch, wenn es so lange dauert, nicht gerade unwahrscheinlich, dass dann irgendwann mal was passiert, was man irgendwie nicht will. Von dem her, es wird jetzt echt schwer. Wir sind auch bei den letzten Herausforderungen hier, sind ja nur noch 7 jetzt verbleibend. Da kann das schon mal vorkommen, dass es hier schwieriger wird. Oh, ich habe schon Angst vor den... Bitte was? Was? What the hell? Seit wann ist da ein Hubschrauber als Straßensperre genutzt worden? What the fuck? Alter, das habe ich ja noch nie gesehen. Oh Mann, ey, wir sind hier in Part, weiß ich nicht was, 80 noch was. Oder 90 vielleicht sogar schon. Und wir entdecken hier immer noch neue Sachen. Das ist einfach ein Hubschrauber auf der Straße, der steht einfach da. Das war tatsächlich, das war jetzt aber kein Bug, weil... Der Pilot hat jetzt auch gesagt, wir brauchen schnell eine neue Sperre. So als ob der jetzt selber da drin gewesen wäre. Ach du je. Wow. Okay. Das habe ich echt noch nie gesehen, Leute. Dass sein Hubschrauber einfach als Straßensperre verwendet wird. Das ist ja eine Neuheit hier. 20.000 Benz. Leute, Benz. Ja, oh nein, nicht gegen die Bäume. Bäume sind böse. Ja. Also wann, muss ich mir mal überlegen, wann ich das dann bei dem Spiel überhaupt mache. Also entweder ganz am Ende oder... Hm, na doch, machen wir es ganz am Ende, würde ich sagen. Upsala, ja, das war jetzt nicht ganz so schlau. Also nach dem Multiplayer dann noch
schneide ich das dann noch rein. Ich kurz einmal die Hülle vorstelle. Also ich habe ja... Ja, nee. Das sage ich dann. Noch genauere Informationen dazu. So, wir haben jetzt 4 von 10 Nagelbänder, also noch 6. Ein neuer Highscore, glaube ich. Oh yeah. Okay. Auf der Mittelspur sind Nagelbänder. Danke für die Information. Die Hälfte haben wir. Yay. Vielleicht klappt es ja jetzt mal. Hurra. Ja, da ist gleich noch eine Nagelband. Ein Nagelband. Haben wir schon 6. Komm, gleich das 7. hinterher. Los, jetzt kommt's. Ja, da ist noch eine... Straßensperre. Okay, wieder in der Mitte. Sehr schön, es geht jetzt richtig schnell. 7 von 10. Wow. Oh, da ist noch eine. Okay. Yes, gleich die 8. Alter. Jetzt geht's ja richtig schnell. Richtig schnell. 2 noch. Dann haben wir es geschafft, Leute. Und bitte jetzt diesmal kein Absturz oder irgend so ein Scheiß. Das ist nämlich immer so ärgerlich. Alter, nein, Mann. Oh, nee. Mann. Dann driftet der Wagen einfach weg und ich bin sofort erwischt, ey. Also nahezu quasi. Ich konnte kaum nicht groß mehr irgendwas machen, ey. Mann. Mann. Es nervt. Sowas einfach so lang dauert, obwohl das... Immer nur, es scheitert immer nur an solchen bescheuerten Sachen. Das nervt irgendwie. Ah, oh, das wäre jetzt echt nicht notwendig. Mann, 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 Mann. Aber ich finde, das Spiel läuft gerade sehr schön. Wirklich mit flüssigen 60 FPS. Ist ja nicht immer der Fall, aber... Meist, also oftmals schon. Ja, und jetzt verschwindet natürlich wieder alles. So gehört sich das, ja. Genau. Okay. Dann fahren wir durch. Nummer 1 von 10. Ja. Was soll ich jetzt noch groß sagen, Leute? Mir fehlen die Worte. Bei dieser blöden Polizei. Okay, noch ein Nagelband. Okay. Danke fürs Freiräumen, aber ich würde jetzt trotzdem hier gerne noch... Okay, ich komme da durch, sehr schön. 3 von 10 sogar schon, cool. Sehr gut. Und wieder Hubschrauber. Ja, dann mach mal. Und los. Aber nichts passiert. Tja. Dann wurde er doch nicht, ne? Er hat doch noch nicht mal irgendwas versucht überhaupt. Das ist ja wohl lächerlich hier. Die Polizei macht doch immer schlechtere Dienste. Das geht gar nicht. So, wir fahren jetzt hier die ganze Zeit im Kreis. Im Kreis, es dreht sich nur noch im Kreis, Leute. Und jetzt driftet der Wagen schon wieder so merkwürdig weg. Mann, ey. Ich sehe es schon kommen, dass ich durch sowas schon wieder erwischt werde. Kommen jetzt hier keine neuen Straßensperren mehr, oder muss ich... Also muss ich jetzt... Ah ne, doch da. So, schön in der Mitte durch. Ne, ich habe so die gleiche Lackfarbe wie die Polizeikollegen. 5 von 10 haben wir jetzt schon wieder. Die Hälfte haben wir. Da, einmal kurz lang. Super. 6 von 10, 4 noch. Komm schon, jetzt bitte wieder ein bisschen schneller hier. Wir wollen es schaffen. Und zack. Noch gleich die nächste. 8 von 10. Es fehlen nur noch 2. Komm schon. Bitte. Bitte, 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 bitte. Ich möchte es doch so gern schaffen jetzt. Okay, da ist noch zwei Nagelbänder. Okay, wir haben es geschafft. Mach dir aus dem Staub. Nichts lieber als das. Und wir machen uns direkt aus dem Staub. Aber sowas von. Guckt euch das an, Leute. Ey, was ein Glück. So, nächstes Versteck. Da unten irgendwo. Ich
fahre jetzt mal so schnell wie möglich zum nächsten Versteck. So, hier durch die ganzen Gitter durch. Da rechts haben wir ein Versteck. Ja, da ist es. Bin so gut wie entkommen, Leute. Nur noch hier schnell rein. Und dann ins Versteck. Muhaha. Hier ist irgendwo ein Cop, aber der wird uns jetzt nicht mehr finden. So, wir haben es geschafft, Leute. Endlich. Das hat ganz schön lange gedauert. Oh, jetzt habe ich den Timer gestoppt. Ich denke mal, wir sind am Ende von der Folge. Ich weiß es jetzt nicht genau. Ich denke mal schon. Ja. Wird wohl so sein, ja. Gut. Wir haben es geschafft. Und in der nächsten Folge geht es weiter mit der nächsten Herausforderung. Und zwar... diese Mordstelle Nummer 63 von 68. Mordstellenzeitfahren. Dies ist das zweitlängste Rennen der Mordstellenherausforderung. Nur mit einer Zeit unter 7 Minuten kannst du dieses Event gewinnen. Das zweitlängste. Und das letzte, das längste kommt dann noch, ne? Wenn wir so auf die Karte gucken. Ja, sieht recht lang aus tatsächlich, ja. Da habt ihr absolut recht. Okay. Dann geht's in der nächsten Folge weiter mit der nächsten Herausforderung, der Herausforderungsserie. Ich bedanke mich fürs Ansehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Ihr werdet nicht vergessen, also dann bis zur nächsten Folge und tschüss.